So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute weiter mit unserem Evo. Ja, geht los wieder. So, was wir heute machen? Tagmodus, definitiv. Gucken wir mal noch mal rennen, würde ich sagen. Ein bisschen Kohle verdienen und so. Damit wir uns irgendwann mal wirklich unser nächstes Offroad-Fahrzeug leisten können. Ich weiß noch nicht welchen, ey. Mal gucken, was wir da holen. Mit dem Evo hat es ja gerade so funktioniert, hat der eine den Fehler nicht gemacht, wäre es tatsächlich verdammt eng geworden. Aber naja, kriegen wir schon hin. So, den fahren wir hier. Willst du dir ein nettes Upgrade verdienen? Dann komm zu unserem Rennen und kämpf. Warte mal. Ja, das hätte ich jetzt natürlich nicht. Ja, gut, das wäre jetzt die nächste Story-Mission. Ich gucke tatsächlich jetzt wirklich beim Autohändler, was der Dodge, den sie da gefahren ist, kostet. Ob ich den jetzt, ob sich der lohnt. Jetzt sich tatsächlich noch einen Offroad-Wagen zu holen, aber ich glaube, der wird wahrscheinlich zu viel. Der wird wahrscheinlich zu viel kosten. Oder wie gesagt, noch nicht verfügbar sein. Das sollte natürlich auch eine mega Vermutung sein. Es war schon schade, dass die Fahrzeuge fahren, die wir noch nicht verfügbar haben. Der Ford F-150, der kostet, ist ja bald schon verfügbar. Das wäre gut. Aber ich habe noch kein Auto. Auf 20 gibt es am nächsten Mal. Den DB11. Ich glaube, den fahren wir dann sogar nach dem Evo. Ich überlege gerade, ich werde den, glaube ich, fahren sogar nach dem Evo. Weil der mehr hat an Reffstufe. Ja, dann werde ich nach dem Rennen den Evo verkaufen, also nachdem ich die nächsten Stufe habe. Und dann werden wir uns mit dem ersten Martin DB11 auf jeden Fall holen. So, aber vorher brauchen wir auf jeden Fall nochmal gucken. Ja, ich glaube, das ist... Oder ich behalte den Evo und dann werde ich den ersten Martin tatsächlich als Racingwagen behalten. Wahrscheinlich ist die sinnvollste Variante, die ich bin. Ich glaube, ich behalte den Evo tatsächlich und hole mir den... Aston Martin als Racing-Wagen. Definitiv. Ja, doch, machen wir so. Genau. Gut, wir fahren aber trotzdem erstmal das Rennen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. So, da unten ist das Rennen und wir fahren weiter. Ah, oh, das wird cool. Jetzt werde ich am Level, ich werde jetzt bei Level abkriegen. Dann fahren wir vielleicht in der heutigen Folge sogar nochmal zum Start in die neue Woche mit dem neuen Auto. So kurz vor Silvester auf jeden Fall. Mit einer der letzten Folgen dieses Jahres. 2019. Mal gucken, was sich ja 2020 so spieletechnisch bringt. Auf jeden Fall bestimmt das ein oder andere neue Projekt. Ich habe ja mich spieletechnisch dick eingedeckt in den letzten Tagen privat. Haben wir jetzt auch das. Also. Vielleicht ist es sogar schon ein bisschen was draußen. Das neue Star Wars doch geholt. The Jedi Fallen. Oder von Jedi oder so heißt es, glaube ich. Weiß ich jetzt gerade nicht. Da freue ich mich auch schon drauf. So, also fahren wir es auf jeden Fall mal. Ja, ich brauche den Wagen. So, wir fahren ein Rundkursrennen. Mit dem noch Straßen-Evo. So. Gucken wir mal schon Level. Ich weiß nicht, was der erste Martin kosten soll. Muss ich halt gucken. Ich weiß auch nicht, ob wir den in dieser Folge holen. So, fahren wir jetzt mal auf jeden Fall das Rennen. Konzentrieren wir auf das Rennen hier. Ja. Yeah. Genau. Und da müssen wir das Feld wieder von hinten aufräumen. Ja, da hat es schön gedreht. Oder also schön vor der Strecke geschossen. Aber gut, ich muss es sagen, ich habe es ja auch schon oft genug gemacht. Dementsprechend rege ich mich natürlich jetzt nicht drüber auf. Ich bin jetzt tatsächlich ganz ruhig. Wir kriegen sie schon wieder nach und nach. Keine Sorge. Weil es wird jetzt knapp auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den...
dann Aston Martin. Und zwar das jetzt gerade keine Absicht. Wenn ich den Zwester habe, ey, dann habe ich zumindest ein gutes Auto. Der auf jeden Fall deutlich stärker sein wird als der Evo. Und der jetzt wahrscheinlich in der Story ein bisschen weiterbringen wird. Vielleicht werde ich den auch ein bisschen offscreen fahren, also ein bisschen offscreen Rennen fahren. Da ein bisschen Kohle verdienen und ein bisschen Kohle farmen. Damit ich den Aston Martin dann immer holen kann. So, den BMW erstmal weg. Aber das, wie gesagt, auch das war keine Absicht. Ich wollte einfach nur diese Kohle nehmen. Und die Runde ist nicht lang. Wir haben. Oh, aua! Okay. Sie wollen also uns ein bisschen herausfordern. Vorneweg ein Nevo auf jeden Fall und vor mir, das dürfte ein Porsche sein. Ja, ist es auch. Ich muss dieses Rennen gewinnen auf jeden Fall und dann am Ende am besten auf Stufe 20 aufziehen. Aber das wird nicht in diesem Rennen passieren, weil, wie gesagt, wir müssen dafür Tag nach in den Nachtmodus fahren. Wir gehen auch nach diesem Rennen wieder in den Nachtmodus. Wir haben jetzt die ganze Zeit den Tag gefahren und wollen jetzt erstmal hier in den Nachtmodus gehen. Ich frage mich, ich weiß auch nicht, wie ich mein Aston Martin tunen will. Mal gucken, was will. Ob ich den aufbauen werde, weiß ich halt, wie gesagt, noch nicht. Ich suche mir ein cooles Design raus, das mir so ein bisschen anspricht. Dann seht ihr das dann ein. Ich werde definitiv nicht während der Aufnahme alle Designs rumbasteln. Nachher sind die Folgen zu kurz dann. So, wir haben es sogar geschafft. Wir nehmen dann geholt und führen jetzt. Führen jetzt das Feld an. Ah, ich weiß auch nicht, wieso habe ich den Evo komplett behalten. Ich würde ihm wahrscheinlich irgendwann wirklich eine Zahlung geben. Wenn wir dann mal ein bisschen was freigeschaltet haben an Autos. Mit Aina können wir leider auch erst weitermachen, wenn wir dann Rap-Stufe 23 sind. Sprich nur noch gut. Drei Level. Kann man jetzt leider noch nichts machen. Wir knallen mal die niedrige Flasche leer und gewinnen dieses Rennen dann doch. Hätte ich auch nicht gedacht. So. Gut, das haben wir auch erledigt. Jetzt haben wir dann 99.000. Ja, wir kriegen leider keine Rep. Das ist das Problem für das Ding. Deswegen werden wir jetzt in den Nachtmodus gehen. Entschuldigung. Warte mal. Ich habe hier so ein Rennen noch offen, was ich mir mitnehmen will. Auf jeden Fall. Das werden wir dann jetzt auch fahren. Warte mal. Ich muss jetzt in die Garage. Das Rennen ist ja hier unten irgendwo. Das heißt, wir gehen hier in die Garage und gehen dann rüber in den Nachtmodus, wenn wir dann wieder rausgehen. Und dann, wie gesagt, fahren wir schon die ersten Dings. Weil die Rennen, das Rennen müssen wir später fahren. Also dieses Offroad-Rennen. Ist ja noch ein Offroad-Rennen dabei. Was machen wir da? Was die Crew so erzählen, scheint da draußen ja ziemlich verrückt zu sein. Pass gut auf dich auf. So, jetzt gehen wir in die Nacht. Jetzt könnte also einiges passieren. Jetzt kommen nämlich die Cops auch. Und jetzt, aber jetzt verdient man nämlich auch die Rap-Punkte, die wir brauchen, wirklich diesen Level auf die 2 haben. Und dann wahrscheinlich sogar ein neues Auto dann nochmal zu kriegen. Die Frage ist, ob wir das in dieser Folge schon bekommen. So. Gut. Gut. Wo haben wir sie denn? Da drin, da unten. Das heißt, wir müssen hier schnell Reise hin. Und zack. Das. Dann sind wir schon fast da. Jetzt wird auf jeden Fall eigentlich deutlich bessere, deutlich höhere Kopfpräsenz wahrscheinlich zu spüren sein. Und wir haben 0. Das heißt, wir haben noch nicht
Wir sind noch nicht auf dem Radar von den Jungs. Das darf sich aber auch. Darf auch gerne so bleiben. Hier ist natürlich wieder einer unterwegs. Sehe ich gerade links. Diese roten Dreiecke, das sind die Cops. So. Den fahren wir jetzt. Ein Sprintrennen. Scramjet. Das kriegen wir hin mit dem Auto. Das ist eine Folie für 200. Das ist noch ein relativ ein Rennen, was irgendwie nochmal untergegangen war. So, ich muss was trinken. Mache ich jetzt auch. Schluck Wasser zu mir genommen. Geht nämlich gleich weiter. Und da sind wir mit dem Evo jetzt. Gut aufgestellt auf jeden Fall. Gut, dass es ein Allrounder ist, aber wir werden jetzt definitiv noch ein reines Offroad-Fahrzeug holen. So, jetzt erstmal an den Jungs hier vorbei. Da sind noch einige bekannte Gesichter wieder dabei. Hier der Subaru Impreza WRC. WRX. Ein altes Auto. Da habe ich ein bisschen abgebogen. Das wollte ich jetzt tatsächlich nicht machen. Aber das gewinnen wir noch trotzdem das Rennen. Komm. Ich kann das mit dem Ram aber auch erledigen, Kollege. Der möchte verhindern auf jeden Fall, dass seine dass ich seine Jungs da vorne einfange, weil da sind nämlich schon zwei ein wenig weggerutscht, weggegangen da vorne. Den ersten stecke ich mir jetzt hier auf der Geraden, wahrscheinlich. Ja. Und der zweite ist da vorne direkt an der Kurve. Wir haben jetzt gleich Halbzeit. Ist Sprintrennen, okay, ist kein Rückkurs. Ist geil an hier vorne. Hab ihn auch schon. Der stand auch ziemlich fies an der Ecke, der Truck da. Jetzt sind wir, jetzt können wir ein bisschen uns absetzen. Ah, nein, bitte nicht. Ich bin schon immer von der Strecke hier. Gut. Ah, der will mich auf jeden Fall flachsen, der Kollege. Na gut, der biegt rechts ab. Das war die richtige Entscheidung, komm zurück. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so die Lust, doch mit den Cops irgendwie rumzuspielen. So, wir haben gleich Ende. 500 Meter haben wir noch. Und da vorne ist das Ziel. Und dann haben wir das Ding doch gewonnen. Und die 3200 Rep-Punkte, die nehmen wir mit. Reicht das schon für Level 20? Das reicht nicht ganz für Level 20. Leck mich, yo. Oh, wir warten mal weg. Lieber mal sicher machen die Punkte. In manchen Nächten geht's eben nur um Spaß, richtig? Richtig. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt Rep-Punkte haben. Wenn wir jetzt 1,5 kommt, dann haben wir es. Bis das eigentlich tatsächlich reicht für Level 20. Yes. Und jetzt gucken wir mal, was der S-Martin DB11 kosten wird. Weil wir den gleich, hoffentlich können wir den holen. Wie gesagt, Level 20 haben wir, Level 50 ist so das Maximum.
Und wir haben neue Autos freigeschaltet. Was haben wir denn freigeschaltet? Ein Chevrolet Bel Air 55er Baujahr. Eine Nissan Skyline 2071er Baujahr. Mazda MX-5 96. Mazda MX-5, der ganz neue 15. Dann ein Ford Mustang Fox Body aus dem Jahr 90. Ein Acura RSX, ja 04. Honda Civic Typ R 0. Honda S2000 2009. Der Volkswagen GDI 2016, Subaru WRX STI 2006, den Ford F-150 Raptor, dann ein Chevy Grand Sport 17, aber ja, wir haben schon einige Fahrzeuge auf jeden Fall freigeschaltet. Mercedes AMG haben wir hier noch dabei, da war noch ein BMW irgendwo dabei, ein Jaguar F-Type, also wir haben 18 Autos freigeschaltet. Nächster GTR Premium, den BMW i8 Roadster, ein Elektroauto, und den Aston Martin DB11, den ich ja schon ein bisschen angekündigt hatte. So, mal gucken, ob die Frage, ob wir unseren Evo tatsächlich sogar eine Zahlung geben und es tatsächlich noch ein zweites Auto zulegen. Hey, mach's dir bequem. Es war ein anstrengender Tag. Dafür müssen wir jetzt aber mal zum Autohändler knallen. Also ich werde mal gucken, wie teuer der ab sich das überhaupt lohnt, sich den F-150 zu holen. Vom Preis, von der Preislage her. Oder und dafür dann Evo ein Ding zu geben, wo wir beide Autos kriegen. Den Evo verkaufen, den F-150 und den Aston Martin bekommen, beide für diese eben 100.000 plus den Evo. Ich weiß nicht, wie viel ich für den Wagen kriege. Ich vermute, so 40.000, 50.000 wird es geben. Ich vermute aber nicht, dass es reicht. So, okay. Dann gehen wir mal zum Autohändler, gucken wir mal rein. Also wenn ihr mir jetzt den Aston Martin für 100.000 gibt, für 80.000, 90.000, was ich nicht vermute. Aber dann wissen wir zumindest, was wir dran sind. So, wir gehen mal rein in den Autohändler und gucken mal mit dem Aston Martin. Wobei, ich hätte das auch googeln können, tatsächlich mal ganz kurz, wie teuer der Wagen ist. So, 128 Autos insgesamt haben wir hier in der Liste. Den F-150 Raptor, den gibt es für nur 54.000. Das ist doch gut, das ist günstig. So, ich guck mal, was der Aston Martin DB11 kostet. Wenn der mir tatsächlich jetzt, weil ich überlege gerade wirklich... Na, Porsche Cayman. Warte mal, da war der erste Martin. Ach, das ist ein DB5 auf 64er Baujahr, okay. Porsche Panamera. Der wird nicht so teuer sein wie der. Doch, hier so. 151.000. Also, wenn der. Ja, da müsste ich aber jetzt ein bisschen was fahren. Also, ich weiß auch nicht, ob ich den. Ich würde den Evo ja verkaufen. Wenn der Evo mir jetzt natürlich sagt, der bringt mir jetzt irgendwie 60.000, verkaufe ich den Evo, hole mir den Aston Martin auf jeden Fall von dem Preis her. Dann habe ich zwar keine Kohle mehr und kann dann aber noch ein bisschen fahren und kann mir den Dings holen. Kann er den noch ein bisschen umbauen. Ich mal gucken, was er kosten wird, was der Evo mir bringen würde. 151.000, dann wissen wir zumindest, wo wir dran sind. Oder warte mal, ich überlege gerade, ob ich nicht einfach sage, komm, ich fahre noch ein, zwei Rennen jetzt die Folge hier. Weil die kriegen wir ja relativ schnell die rein, die Kohle. Weil hier kriegen wir zum Beispiel 26.000 für das Rennen. Und die Kohle kriegen wir rein. Ja, komm, wir brauchen den Evo gar nicht zu verkaufen. Fahre ich die zwei Rennen hier noch schnell. Weil das kriege ich hin. Dann verticke ich danach wirklich den Evo. Dann nehme ich mir den F-150 Raptor als Offroad-Wagen nach und nach und hab den ersten Martin schon mal als Racer dann drin in der Hinterhalle. Dann machen wir das so. Dann fahren wir die nämlich so. Dann trennen wir uns dann danach hier von unserem bisschen Lancer Evolution, wenn die scheiß Kopf sich mitspielen würden. Warte mal, die kommen nämlich hier jetzt irgendwo. Die fahren hier nämlich auf diesem komischen Geländer und so ein bisschen Heli. Weil, wenn ich ehrlich bin, die zwei Dinger, die kriegen. Oder ich behalte den Evo und baue den nämlich einfach nur auf Offroad um. Ja, genau. Pass auf, dann machen wir das nicht. Dann trennen wir uns gar nicht von dem Evo. Baue den nämlich nur als Offroad-Wagen um. Baue den ein bisschen mehr auf. Und warten, bis wir tatsächlich noch ein anderes Auto dann irgendwann mal kriegen. Ich weiß nicht. Upsa. Und wir überholen uns jetzt danach, wie gesagt, den Aston Martin. Weil wir die zwei Rennen noch. Und dann fahren wir den Aston Martin. Den baue ich dann wieder offscreen auf, wie ich das mit dem Evo auch gemacht habe. Und wir fahren mal kurz eben einen Kurzrennen hier noch schnell. Dann wird das heute eine neue. Eigentlich sind die neue Woche eine neue, spezial leckere Folge. Oder wir machen das anders. Ich fahre das Rennen jetzt noch, mache dann Feierabend und dann fahren wir nämlich. Und dann fahren wir noch ein Rennen und dann bauen wir uns den nächsten Martin auf. So machen wir das. Dann haben wir den nämlich tatsächlich. Brauche ich den Offscreen aufbauen, dann machen wir das nämlich in der Folge. Dann fahren wir morgen mit dem neuen Auto an. So. Den Evo baue ich um halt, wie gesagt, auf Offroad. Wie ich das mit meinem ersten Wagen auch gemacht habe.
Verschwinde mal. So, momentan sind wir 5. Weil der Smart alleine schon mehr Leistung hat als der Evo. Okay. Die Jungs, die wollen tatsächlich... Komm, geh mal weg. Aber es war wie gesagt auch keine Absicht. Ich versuche nämlich jetzt kurz einmal nicht die Autos wegzurammen, sondern versuche mich mal ein bisschen durchzurücken. Manchmal passiert das halt im Drift oder im Rutschen, dass ich in ein anderes Auto reinrutsche. Wenn ich was wieder, ist es egal. Echt war es ärgerlich. Den Fall hatte ich jetzt nämlich vor kurzem. Und auch einer die Vorfahrt ein bisschen weggenommen und kleinen Autounfall gehabt. Bei mir ist ein bisschen was kaputt. Mein Wagen fährt noch, aber halt ein bisschen kaputt jetzt. Müssen ja die Versicherung jetzt abklären. Wer jetzt in die Schuld ist, die Kosten zu tragen hat, da sind wir nämlich noch ein bisschen dran. So, dann fahren wir an Gunner mal vorbei. Verschwinde mal von mir. 3 Runden haben wir uns. Das wird uns das letzte Rennen heute sein. So, da vorne ist ein Ford Mustang. Boom. Wie gesagt, und das war auch keine Absicht tatsächlich. So, tut mir leid, Kollege. B heißt da. Nämlich jetzt gerade schön ins Auto gefahren bin. So, wir haben jetzt gleich Halbzeit. Ja, Quatsch, was hat Halbzeit? Wir haben ja schon 2/3 drin, ist jetzt durch, also letzte Runde haben wir noch. Und wir setzen sie jetzt schon wieder ein bisschen ab. Also das ist meistens so, dass wir uns in der letzten Runde dann noch irgendwie absetzen können. Wir haben jetzt ein Rennen verloren, leider jetzt vor kurzem. Das war halt, wie gesagt, dieses Offroad-Rennen, das erste. Aber wir haben jetzt zumindest einen Offroad-Wagen. Ich habe, wie gesagt, den jetzt den gleichen 1150 hohe, S-Martin, den hier umbauen auf einen Offroad. Auf Offroad. Welche werde ich aber tatsächlich den Niveau tatsächlich verkaufen? Ich muss mal gucken, wie teuer wir, wie viel die Kohle mir denn bringen würde. Es tatsächlich lohnt, den F-150 zu holen und den dann aufzubauen. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir einfach zwei neue Autos kaufen. So, hier ist der Letztplatzierte mit seinem. Okay, du hast jetzt tatsächlich doch noch 7. geworden. Also ich dachte, der Subaru ist tatsächlich noch so schnell. So, die 26.000 nehmen wir mit. Und daneben ist noch ein. Warte mal, daneben ist das. Ist das noch was mit? Oh ja. Jetzt, da kriegen wir auch noch ein bisschen was Kohle für. Hab ich jetzt beide schon gefahren? Den krieg ich noch was. Ich überlege gerade, ob ich das zweite Ding auch noch fahren kann. Dann habe ich nämlich abgearbeitet in der Gesamtstufe. Weil 120 wäre das letzte. Na, dann hätten wir die beide weg. Und da kriegst du auch noch 15.000 für. Aber wie gesagt, wir fahren erstmal nicht das gleiche nochmal, wir fahren hier oben das Rennen, aber das machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder bei Let's Play Need for Speed Heat und dann kaufen wir uns in der nächsten Folge ein neues Auto. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.